Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit dem Orakel HSV gegen Kaiserslautern. Jawohl, das Spiel ist um 13 Uhr hier an diesem In diesem Samstag. Spiel ist heute wirklich alles drin. Ein Duell der Ich bin mal Extraklasse. gespannt. Also Ich schätze mal eher, dass der HSV gewinnt. 2 zu 1. Aber natürlich hoffe ich auf die Lautra. Vielleicht ein 1-0, aber mal gucken. Überspringen wir das mal heute und sind wir zu Gast starten das im Spiel. Volksparkstadion in Erste Hamburg. Liebe Halbzeit Zuschauer, HSV. am Mikrofon sind auch heute wieder Wolfuß So, und mal der Kollege gucken. Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Weiß Tag gar um nicht, ein was mit Spiel Ache in ist, der ob der wieder zweiten spielen Bundesliga. kann. Das Der wurde dürfte ja eine geschont. hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges Kaiserslautern vorgenommen. ist ja ins Finale HSV könnte eingestiegen. überraschend kommen. Ja, wie sagt man das? Hat ich da reingespielt. Und so sieht Muss die jetzt gegen Startformation Leverkusen im des Finale. Hamburger SV heute aus. Oh, Vielleicht die Chance jetzt. Sehr gut geblockt vom Ah, komm, mach mal Abwehrspieler, das Eckball ist hier. gefährlich geworden. Eckball. Der Ball kommt rein. Ach, Souverän hätte schade. abgefangen, das war nicht ungefährlich. Mal gucken, was das Spiel hier sagt. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er ist der beste Torschütze dieses JT-Vereins und von daher spielt er eine wichtige Rolle, eine zentrale Rolle, keine Frage. Den brauchen Sie, nicht nur heute. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, och, hat Sehr er mir den gutes leicht Technik, das abgenommen. war Was ist denn wichtig. das? Höh, Ache. Hier spielt Der er auf erste jeden Fall FC mal, Kaiserslautern aber. greift heute zu dieser Aufstellung. Oft beim Kicker, da kann man ja immer so Vorschau Da gucken, hat er nur noch den Torhüter vor wie sich. die aufstellen würden. Harmloser Abschluss, einfach für den Da Torhüter. stand er irgendwie nicht drauf. Oder ich war blind. Das kann auch sein. Deswegen habe ich eine Da Brille, weil haben ich Sie blind Erfolg bin. mit diesem Gegenspieler. Ui. Ja. Dompe. Komm, lauf doch. Oh, lauf Klasse doch. aufgepasst, er hat den Ball. Oh, die sind allzu lahm. Ein Arbeitskollege von mir, Ritter. der fährt dahin. Spannend, was er erzählt, wie es war. Da haben Sie jetzt einige Optionen. Da ist der Ball hier erstmal weg. Vielleicht guckst du ja das Video hier. Grüße gehen an meine Arbeitskollegen. Jetzt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und das ist wieder der Ballverlust. Da passt er nicht Boah! auf. Kral, Alter. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die So. Führung. Gleich schon Halbzeit wieder. Komm rein Ecke in die damit. Mitte. Keine ungefährliche Ecke, aber er ist da, das macht er Die sicher. Ecken habe ich nicht so drauf irgendwie. Keine Ahnung. Läuft keiner mit. Oh. Gut verteidigt. Ah, Menno. Zimmer. Wo ist denn eigentlich hier Joko, Dings Ritter Sport? Ache. Upsala. Da kommt der Schuss. Ganz Uiui. sicher. Oh, Stefan Raab ist im Tor. Stefan Raab. So, ich denke mal, das ist die letzte Ecke Der hier. geht in den Strafraum. Wow, 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 wow. Weg mit dem Ball. Hallo? Da ist der Block. Ball kommt nicht durch. Und das war 0-0 die zur erste Halbzeit. Hälfte. Könnte möglich sein, oder? Und weiter geht's. So, nichts wie Normalerweise Rückstand in schneide der ich das ja zweiten mal Halbzeit raus, hier aber im ach, Volksparkstadion. scheiß drauf. Außerdem habe ich noch ein anderes Orakel aufzunehmen. Heute Mittag kommt noch, heute Mittag, ich weiß noch nicht, wann das kommt. Auf jeden Da nimmt er Fall den Ball an, sehr gutes Heidenheim gegen die Technik. Bayern. Mal schauen. Bayern ja letzte Woche verloren. Sehr ballsicher. Aber um das Spiel geht es ja hier gar nicht. Oh, leider. Abgezogen, gehalten, stark gemacht. Uiuiui. Ja. Kann Damit man mal kannst du so machen. ein
Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Hier unten hin, meine Fresse. Nein! Pass geht direkt zum Gegner. Was treibe ich denn hier? Ja, ich mache jetzt mit UP wieder Videos. Wir mussten einen neuen Kanal erstellen, weil wir die Daten nicht mehr wussten von dem alten Kanal. Den alten Kanal gibt es immer noch. Könnt ihr euch immer noch die Videos anschauen. Falls ihr Lust drauf habt, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Stürmi und UP. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Oh. Macht er gut, hier könnte die Flanke werden. Nein! Sich nicht beirren, den hält er. Nein! Oh, bitte. Da gewinnt er den Zweikampf. Viel Übersicht bei diesem Pass. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ach, 20 Minuten Spielzeit. Oh. So, was machen Sie draus? Ein torarmes Spiel hier bisher, aber jetzt dürfen die Fans hier verdummt. Lang hat's gedauert und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Naja, okay. Ich habe ja gesagt, 2-1 für HSV. Perfekt auf und dann ist das natürlich klasse bei diesem 1-gegen-1 technisch überragend. Mensch, bleib doch mal weg von mir. Ritter. Da ist er doch, Rittersport. Das war natürlich ein guter Zweikampf. Rittersport. Oh, oh. Machen Sie gut, das kann was werden jetzt. Flanke geht in den Strafraum. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Ja. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Lauf doch. Oh, Mensch. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Jetzt die Flanke. Guter Befreiungsschlag hier. Nein, komm. Könnte der Ausgleich sein. Ball geht nicht rein. Was für eine Szene, was für eine Chance. Ach, das kann nicht fassen. Bitter. Jetzt wird hier gewechselt. Stefan Rappen im Abschlag. Und dann noch zum Gegner. Komm schon. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen. Okay, das Spiel sagt 1-0 für HSV. Ich sage ein 2-1. Und was ihr sagt, weiß ich noch nicht. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr Lust habt. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel oder Videostream. Und ich glaube, er bis war bald. Heute einer der Ciao. Spieler seiner Mannschaft.